Hier gehen die Menschen, wir kommen zurück am Stück bei. Uchala, Maus, was bin hier los? Pharma Dynasty. Wir werden heute wieder schauen, was wir tun können und was wir nicht tun können. Was wir eventuell tun werden, das wissen wir nicht. Nein, ich habe die Statue of Blades immer noch nicht durchgearbeitet. Das ist. Kann man einfach mal herkommen und hier weniger Privates zu tun haben? Das wäre nett. Weil ich bin leider aufgrund meiner. Naja. Wie formuliert man das jetzt? Was heißt formuliert? Körperlichen Einschränkungen durch die defekten Gelenke etwas eingeschränkt. Beim täglichen Arbeitspensum. Es war weit angestrengt, dass ich nicht immer alles machen kann. Hätte ich mein 45 Euro Job nicht, können wir jetzt mal jeden Tag so 2 Stunden aufnehmen. Das wäre toll. Aber naja, wollte mich Schmerzmittel zu pumpen. Eins von beidem, aber nicht alles. Was sind eigentlich die Tierlies? Okay, die sind noch mega happy, ist ja schön. Müssen wir jetzt zumachen, dürfen mitkriegen, dass man die Kühe quäle. Gibt's da nichts Besseres? Ach, es wäre schön, wenn es beim nächsten Mod Manager gehen würde, dass man das Teil modden kann, aber ein Workshop, das wäre cool. Wäre viel cooler wie sowas. Also, ob die normalen. Nein, weiß nicht, das sind irgendwie. Vor allem ist die Frage, ob die Mods immer geupdatet sind, ne? Kommt ein Update raus? Klappt was nicht? Oder beziehungsweise hat man zum Beispiel Mods ein paar LKWs gekauft und dann ist die Mod nicht mehr kompatibel, sind die LKWs weg, inklusive Geld und so. Immer so eine schwierige Sache. PNG-Busch? Gehen wir noch kurz hier hin? Ah, lass mal gerade offen. Ah, ihr habt wieder. Hallo? Du warst noch nicht? Ach, die habe ich glaube ich einen Tag später gepflegt, ne? Okay. Immer zwischen die Beinchen gucken. Na, jetzt sind wir zu weit weg. Haben wir alle? Wunderbar. Ja, bis auf den einen. Habe ich vergessen das letzte Mal. Machen wir wieder zu, ne? Wenn er raus wollt, nicht mein Problem. Kommen gleich einen Zug noch kurz nach. Oh, stimmt, müssen wir auch schauen. Oh, Tomaten sind fertig, sehr schön. Ne, Paprika. Nach jahrelanger Arbeit. Ich dachte gerade schon mal, schnell los. Die Wassermelonen sind ja auch schon. Hehe, ready. So, was pflanzen wir jetzt an? Kürbis, ja, bleiben wir bei Kürbis. Kürbis ist immer gut. Ich geh mal hier drüber. Ich darf das. Wunderbar. Dann klären wir noch ein bisschen gießen wahrscheinlich, ne? Gut. Müssen wir später nochmal reinschauen. Weil die sind ja frisch und nicht, dass die irgendwie jetzt kaputt gehen. Hat aber einen Vorteil, dass wir vorbeigeschaut haben, müssen die 5-mal in die Küche rennen. Alter Vater, siehst du aus? Geh nicht mal duschen, Mann! Wo? Hier, Dosenmilch. Nur 11. Fertig. Ich überlege gerade, ob ich nicht einfach herkomme und manche Sachen einfach rauscut. Damit das ganze Let's Play ein bisschen flotter wird. Das war bei Red Dead Redemption. War natürlich auch so bei Red Dead zum Beispiel, abgesehen von der Story-relevanten Teilen. Das ist natürlich nett. Alter, 300 irgendwas. Uff! Wenn es keine Money gibt. Wer hat eine Idee? Na, also, jetzt sowas wie beim Feld zum Beispiel. Das ist einfach, das schneide ich ja jetzt inzwischen raus, also. Außer, ich rede was und es könnte gegebenenfalls interessant sein. Ist natürlich sinniger, wie jetzt daher zu kommen und sich da die ganze Zeit in Feldarbeit hinzugeben. Schön, Sie zu sehen. Zuschauer. Nein. Lust klar. Hast du uns doch eh. Arsch. 11,60 Euro. Oha. Gewächshaus-Richness. Das wollte ich jetzt eigentlich nicht, Mann. Ich hasse es, dass der alles verkauft. Verfickte Axis macht das. Jetzt können wir was zurückkaufen.
Arschloch. Ey, was ist das für eine Scheiße hier eigentlich immer? Ich will halt irgendwas immer zum Maximalding verkaufen. Vielleicht muss ich vorher runtersetzen, bevor er irgendwas verkauft. Also das ist schon ein richtiger Fickbug, du. Das ist zum Kotzen. Achso, das Wasser wollte ich noch schauen. Boah, fast 7000, krass. Oh oh. Ach, so, da bin ich wieder, hab nie so Messer. Bugierko. Nein, hab ich nicht. Ich hab nur Fieber und Husten. Nein, Spaß, just a prank. Ist normal. Natürlich darf ich nicht mehr rausgehen, die Sonne. Oder wenn draußen die Sonne scheint, ich gehe raus. Vom Keller zum Beispiel oder aus dem Haus. Ich muss grundsätzlich niesen. Ich wollte jetzt eigentlich keine Wurst geben. Ich war scheiße. Ist nass. Honig. Honig. Kein Honig. Also ich denke, mit der Zeit kriegt man hier echt genügend zu tun. So ist es, ne? Wir müssen schauen, ob wir das analysieren können, ob man da Honig rauskriegt oder nicht. Jetzt kann man auch das Ding zu. Wir haben hier keine Zeit. Im Auto rumzufahren ist auch viel zu umständlich. Uiu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 i. Nö, wird uns dann angezeigt. Zähne ist nass. Gut, also wir haben alle genügend Wasser, sehr schön. Aber das finde ich jetzt cool, dass man das individuell machen kann, wie man will. Das ist fett. Ist der gute Kotzkleber da? Ja, jetzt, sorry. Na, es ist schon heute ein bisschen. Tut mir leid. Kann man die rumfliegen, kann man abholen, oder? Ach so, ja, kann man noch verkaufen, habt recht. Dann müssen wir mal schauen, ob die unsere Teilnetz irgendwann läuft, aber ich glaube, das wird nichts. Und nach unserem Feld dann kann man schauen, kurz noch. Wir sehen aber, in welchem Zustand das ist, ne? Schade. Sekunde. Hey, 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 du, die Nase gerade noch so was wie Nieser-Tage. Schön. Ja, schön, du hast mich doch. Gib's einfach zu jetzt. Warte, ich verkauf doch gleich eins. Lass mich auch mal entscheiden, wie viel. Zwar alle. Mann. Ich hoffe, dass aufgrund der Blume die Bienen schneller Honig produzieren. Wäre cool. Aber wir können hier lang. Kann man das Tor aufmachen. Und dann können wir jetzt noch kurz gucken, was es hier missionstechnisch halt gibt. Hab ich nicht. Nee. 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 Das war's. Ach, dann fahren wir uns unsere Olle heute. Bucher. Haben wir da nach Honig geschaut? Ja, scheint so. Gut. Los geht's. Ein ganz so korrekter Weg, aber ist in Ordnung. Weil, wie gesagt, ich sehe es da irgendwie, das so. Hey, guck mal, wir fahren hier lang. Wow, voll spannend. Außer wir finden eine Schatzkiste unterwegs. Dann ist es was anderes. Aber vorher nicht. Hm. Ah, guck mal, sind sie nicht 50 Kühe? Vermisst die eine jetzt eigentlich mal vom Feld von der Straße? LOL, die ist schon der Straße weg. Ich rascht aus.
Oh, wobei, wir können jetzt noch eins machen, wenn wir hier lang fahren. Hui! Schauen, ob die mit uns wieder handeln wollen. Was war denn das? Hä? Was ist denn mit dem Bock los? Guten. Danke. Tschüss. Der Hallo. Das ist halt auch nichts, oder? Ja, ist egal. Ich war so, ich war's nicht. Hat so schön. Sie, Grace Hallo. Verkauft immer, gell? Lust. Absolut. Ja, heute vertickt er. Kaufen. So, Dele. Ihr verkauft ja nichts mehr, ne? Achso, ich muss wieder noch Flirte. Ja, ich kann mir schon Lass Baby. Bla bla, sprachlos, bla, interessiert keinen. Gut. Hi. Verkauft auch nichts. Was ist mit dir los, Chica? Tag. Guten. Das. Ja, ich weiß. Warte mal, die können doch aber. War die letzten paar Tage hier? Ja, da ist sie. Weiß ich nochmal. Becky! Hey, Becky! Vielleicht, die mich liebt. Los, red mit mir. Becky! Hi. Guten. Ich darf die Titten schauen. Hier. Ich wäre früh. Du bist ein echter Schatz. Hallo. So. Hier. Was habe ich für sie gekauft? Das ist so süß von dir. Du bist wirklich nett. Scheint dich lieb zu gewinnen. Frank auch. Lass uns. Oh. Was willst du? Nee, verkauft nix. Sie verkauft, glaube ich, noch was. Lass ne? uns. Oh. Du. Schön. Nee. Ja, mir mögen schon was mit dir. Hi. Guten. Logan. Danke. Nee. Hallo. Danke. Nee, es gibt's doch nicht. Sag mal, warst du das? Hallo. Guten. Mir verkauft ihr doch mal was. Habst du von der Tandem Lader? Das ist. Joshua. Guten Morgen. Das ist. Danke. Nee, ich glaube, verkauft keiner. Alter, was ist das für ein Schimmel im Gesicht? Hallo, Pudi. Hi. Guten. Schwester, brauche ich noch Material. Pralin. So. Ja, gut, dann hat sie das auch schon wieder erledigt. Nix was, wir fahren zu ihr. Wenn ihr immer noch einen See oder so. Könnten wir. Hey, Madison Square Garden, warte mal. Tag. Guten. Er verkauft auch nix. Michael. Ist von da nicht rechts gefahren? Immer? Meine ich. Ja. Wir sollen die Geldmaschine ein bisschen zum Laufen bringen. Paprika ist halt nicht interessant, die brauche. Ich glaube, es braucht alles irgendwo gleich lang zum Wachsen. Aber die Paprika, da kommt halt gigantös viel raus. So, dann sind wir mal hier lang gefahren. Und dann kam da vorne, glaube ich, ein Gebäude oder so. Weil da hinten war ja See, ne? Das war ja. Hä, schwebt. Oh ne, okay, ich dachte gerade, der Bus schwebt. Der Transporter da schwebt. Ah, die Reifen sind erst später aufgetaucht. Okay. Ein Vogel. Ah, wie schön. Ja, ich freue mich. Ja, ganz toll. Town of Redberry. Ich meine, die hat nichts, aber ich glaube, da am See vorne gab es mal welche, mit denen wir noch handeln konnten. Wir sind ja auf dem Land, da ist es normal, dass man so lang fährt. Harry Partner. Lasst uns. Los. Oh,
Schwester, Mann, warum hast du nichts? Hallo. Gut. Hast du mir die Adresse? So. Trotzdem liebst du mich nicht. Ja, hast du was zum Handeln, Brudi? Das? Ah, nee, auch nicht. Wir reden später. Wir reden später. Wir reden nichts mehr im Angeln, lass es. Fischkopf. Calvin Klein, jetzt komm schon. Danke. Hallo. Oh. Ich bin noch... Nein. Dann angel mal jetzt, scheiß drauf. Ach, haben wir schon? Läuft. Wenn das Angeln immer so schnell gehen würde. Nee, das war nix. Jetzt komm, beiß dann. Ach, Jungs. Schön, dass der Schwimmer mitgeht. Ah, was? Schon? Okay. Ich mag den See. Weil die Position ist auch so bei, wenn es so schnell geht. Krass. Lohnt sich das ja richtig, dann kommt da richtig Geld scheffeln. Ist zwar strunzlangweilig. Ganzen Tag hier zu verbringen im Spiel, aber naja. Ach ja, und vom Nachbar von mir, da ist jetzt auch vor ein paar Tagen der Grabstein gekommen für seinen Dad. Der ist, 96 jetzt beide verstorben. Leider. Ja, gut. Ironischerweise exakt einen Monat, bevor er Geburtstag gehabt hätte. Ja. Naja. Gibt es mir schon die Craziness hier von den Leuten nicht mehr, dass die einfach nur nach Klopapier und alles haben, die Freaks. Noch ein Fisch? Nee, komm, das ist mir jetzt nicht an. Nee, ich hab Bock auf Supermangel. Ist mal ganz nett für ab und an, aber so, nee. Warte. Erstmal zurück auf die Straße, Buggy. Jetzt komm schon. Bist du auch hochgekommen, also kommst du einfach da runter. Ich erinnere mich an den LKW, den ich vor kurzem festgefahren hatte, als er sie gestern. So, ja, nur ist er so doof gewesen wie ich gerade. Aber beide waren echt dümmer. Ja, so. Und zwar ist der bewusst mit Absicht in so eine Schlammgrube rein. Ach, so, Gott, Alter, bist du blöd. Also, das habe ich null verstanden. Was ist da drüben so einsam? Müssen wir mal abchecken, vielleicht noch ist Chica. Heiratswilliges Chica, ne, ist noch Sally. Hey, Sally. Noch nicht, Entschuldigung. Lass es doch einfach, du fängst eh nix. Noch nicht, Entschuldigung, noch nicht, noch... Jetzt mach schon. Mann, Sally. Schwester. Wir wissen, was du handeln willst. Ja, hol den Fisch rein. Meine Fresse. Leg die Angel weg, braves Kind. Beweg dich nochmal, danke. So. Doch, guck, das hat sich gar nicht gelohnt. Du bist nutzlos. Nutzlos! Hast gehört? Meine Güte. So, Becky. Hey, Becky? Becky? Becky, Schwester? Hallo. Lasst uns... Guten... Ah, handeln. Wollt doch eher nicht handeln, oder? Ach, meine Fresse. Tag. Guten Morgen. Nun... Hi. Oh. Auf. Ich. Ach komm, fickt euch, bevor ich meine Zeche verschwende. Sorry. Feuer, wir fahren heim. Halt die Fresse, ich überfahre dich noch. Ist doch ärgerlich, Mann. Hat unser Auto denn vorher 38% gehabt? Ja. Aber wo ist die Kohle, die auf der Straße war? Ist sie jetzt echt abgeholt worden oder wurde die platt gefahren?
Fragen über Fragen. Dann gehen wir jetzt... Ah, wir können noch kurz bei den Feldern vorbeischauen. Ich hatte was Tackle für jedes Feld oder in der Nähe von dem Feld einen Träger zu haben. Hast du denn jetzt sogar bei uns was? Nee, viel zu groß. Und das war, glaube ich, eine Etage tiefer. Wir sind eh links. Wobei, wir können hier kurz vorbeifahren. In den Feldern und dann beim anderen. Die sehen aber beide mit Erntereif aus. Bei weitem nicht. Ui. Nee. Das Erntereif ist anders. Das andere wird auch nicht fertig sein. Das ist ein Deer. John Deer. Das Ray. Yo, Verkehrsunfall. Okay, das war jetzt mein Fehler. Wir müssen Versorgungsnummern austauschen. Ich bin einfach rausgezogen. Was? Sie haben gesoffen? Er war schuld. Ich hab's genau gewusst. Ich hab's gesehen. Ja, verpisst dich. Komm, ich sieb dein Auto zurück. Geht das? Los, lauf. Ah, bist du blöd, hä? Basti. Dann fahren wir das Material jetzt und machen Schlafi. Ja, wir fahren da lang. Ja, ich fahre über Schrägwege, das ist egal. Dann können wir das Tor aufzumachen. Wir können auch noch Rasen mähen eigentlich. Ist auch zwar nicht mega spannend, aber eine Beschäftigung. Ui, warte, da steht ein Hänger. Also, ohne Let's Play, ich würde den ganzen Tag angeln, Kohle scheffeln. Machen, irgendwas damit tun. Komm, fütter mal Katze. Ja, liebt uns. Wo ist fetter Hund? Da ist fetter Hund. Apfelmus. Zucchini-Suppe. Würzige Kürbissuppe. Haben wir doch den Stück, muss sogar abliefern. Hm. Und Dosenmilch. Fisch machen wir, ne? Brauchen wir für Katze. Flüpp, flüpp, flüpp. Dosenmilch, 17 Stück. Habe ich gepflückt. Passive Rasenmäher nenne ich das jetzt. Irgendwo lang laufe. Gleich mal hier, ne? Alles ummähen. Ich weiß, wie es ordentlich aussieht. Unkraut hier, ne? Brauche ich einen englischen Rasen. Überall einen englischen Rasen. Überall. Ich will hier, dass hier alles plan ist. Es muss glatt sein, ja. Es muss natürlich aussehen. Und natürlich sieht es nur aus, wenn es gemäht ist. Ich sag es ja nur, ich stellte nur Fragen. So, sehen Sie meine Technik. Hier können wir effektiv, am effektivsten arbeiten. Das ist doch eine wunderbare Sache hier. Sehen Sie das? Sehen Sie das? Wie wir hier alles abmähen. Und dann können wir irgendwann herausfinden, ob es wirklich nachwächst, der Scheiß. Oder wie ich manchmal nur zu blöd war, die eine Stelle noch mit zu erwischen. War gut möglich, ne? Jetzt stellen nur Fragen. Das wird auch ein Archiv mit mir, die ganze Map. Oh, das war übel. Ich bin immer wieder mal beschäftigt werden. Uff. Hallo. Schön, Sie. Schön, dich nett zu sehen. Apfelmus. Weg, 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 weg. Perfekt. Ansonsten, Pilze kannst du auch weghauen. Scheiß drauf.
Ansonsten, nö, den Rest behalte ich. 6.558. Ich hatte überlegt, wo mein Geld hin ist, aber wir haben ja Dings gekauft. Pralinen. War nur minimal teuer. Wenn wir 18.000 haben, kommen wir her und kaufen uns den einen Traktor oder das Fahrzeug, dass wir die Sachen transportieren können. Dann fangen wir hier mal im Ausbau an. Schauen wir mal kurz mal nach, wie es hier aussieht, ob die Wasser brauchen, die Freaks. Wunderbar. Rex, James, Traktor. Mach ich zufällig noch was im Dings drin? Im Vorratslager? Ich glaub's nicht. Ey, die Bude sieht so verheizt aus. Nur noch zwei Erdbeeren. Läuft. Hinten geht's auch noch voll lang. Bestimmt ein kleiner... Seht ihr die Nische da? Da geht's bestimmt vorhin noch. Man kann sich durchquetschen. Interessante Heizung. Noch interessanter wäre es, ob wir später dann auch heizen müssen. Ein Bett? Okay. Alter, das sieht so weird aus mit der Tapete, Mann. Ey. Ich krieg so Kotze, wenn ich das sehe. Hier ist Badezimmer. Warum ist hier ein Bett, Alter? Haben wir oben überhaupt nochmal ein Badezimmer? Weiß das jemand? Müsste eigentlich das hier sein. Nee, das ist eine Stube. Warte. Das einzige Badezimmer ist das? Durch ein Schlafzimmer durch irgendeines? Nee, oder? Weil das ist ja... Ne, keine Ahnung, auch ein Zimmer, was weiß ich. Und da geht's runter. Oh, dann müssen wir um das benieren, das kann seine Bleibe. Habe ich da oben noch irgendwas drin in der Kiste? Ich glaub's nicht, oder? Irgendwelche Bücher halt, das weiß ich. Ja, okay, scheiß drauf. Können wir ausbauen. Warte mal, falsche Abteilung. Müssen wir hier schlafen gehen? Dann können wir unten pennen. Das ist ja alles unser Haus, ne? Und jeden Tag die Treppe runter wackeln. Ich penne jetzt hier. Geht nicht. Och, nö. Ich bin sehr hungrig und das wird doch keiner, oder? Hier ist ein paar Eier. Ich kann nur hier schlafen, da ist die Tür offen, müssen wir lüften. Machen wir auch mal auf. Es ist Sommer. Es ist warm. Tipp, 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 tipp. Danke, Film. Wir sind wieder wach ausgeruht, machen die Tür zu, kommen Moskitos rein. Ja, acht rechts um sehen wir jetzt, dass die Sonne im Pokal hat. Kühe müssen gemolken werden. Ja, echt jetzt. Du bist ausgeruht und fühlst dich wieder stark. Nee, Lüge. Stimmt gar nicht. Ich fühle mich geschwächt. Der Schlaf hat mir meine Mutation geraubt. Meine Hühner haben Corona. So, jetzt übertreiben wir's. Ich find's auch cool, was der Edeka gerade macht. Dass sie herkommen und sagen so, nee, man kann doch bestimmte Mengen kaufen. Voll geil. Weil manche Leute so dumm sind und weg haben schon. Die haben so viel Klopapier, du weißt doch gar nicht mehr wohin damit. Echt der Hammer, du. Hey, gib her. Chicks, ihr habt da noch Food. Wie sieht's aus? Ewig. Da brauchen wir den nächsten 20 Jahre mit rumkümmern. Falsche Abteilung, das haben die mir noch gesehen. Run! Wenn die mitkriegen, dass sie alle geklaut haben. Ah, Hilfe. So, hier lassen wir jetzt mal laufen. Also, Chicks. Kühe kaufen echt nicht. Na gut, zum Düngen sind die halt sexy. Na, so ist es nicht. Das ist halt schon top. Also, um Dünge zu produzieren. Cool wäre es natürlich, wenn wir die Dünge noch verkaufen könnten. Da müssen wir mal nachschauen. Und dann werden die Kühe zumindest ertragreicher. So eine Kuhmelkmaschine ist eine automatische. Müssen wir mal abchecken. Ich würde es halt gerne eher so einen netten Metalllook haben, weil das gefällt mir halt echt nur. Das sieht so hässlich aus. Ich sag's dir nicht, dann nur Fragen. Das ist normal, dass Rex und James draußen sind. Die haben es nicht anders verdient, die zahlen keine Miete. Weil James zumindest arbeitet, der jagt Mäuse.
Was? Nur 10 Milch halt. Ach, meine Kühe halt.